Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 19. Türchen des Westin Fishing Adventskalenders. Und auch hier schauen wir natürlich nochmal in die App, in die Excel-Tabelle. Oh, wer hat mir denn da schon wieder geschrieben? Und zwar Westin haben wir hier bisher 133,50 € Warenwert, 7,42 € im durchschnittlichen Türchen Preiswert. Genau. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich wackel mal. Ist ein bisschen was Größeres auf jeden Fall. Hat nach oben, unten, links und rechts nicht viel Platz. Aber ich denke nicht, dass es ein Hardbait ist. Nö. Es ist bestimmt eine Packung Creekraw. Genau, es ist der Creekraw in 8,5 cm. 5 Stück sind hier drin. Mit Anis-Aroma. Wir kennen es ja. Und die Farbe nennt sich Lava Craw. Schöner Köder, gerade jetzt für die Jahreszeit. Oh, die riechen einfach toll. Die riechen einfach toll. Also wenn die nichts können, aber riechen können die toll. Nein, die sind auch so natürlich schöne Krebse. Da kann man jetzt nicht meckern. Also da jetzt kann ich jetzt nichts Schlechtes zu sagen. Da habe ich auch schon mit geangelt, da habe ich auch schon gut gefangen. Gerade mit der blauen Variante. Ja, sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn man sowas fischt. So extreme Farben, aber funktioniert tatsächlich auch. Nicht immer, aber manchmal. Das ist ein schöner Krebs. Hat ja auch ein paar kleine Ärmchen dran und natürlich große Scheren und irgendwas, was ich nicht weiß, was es sein soll. Aber kann man auf jeden Fall machen. Ja, und der ist sicherlich voraktiv. Jupp, ist er. Und da sieht er erstmal richtig aus wie ein Krebs. Hupala. Als ob wir ihn gerade schön ins kochende Salzwasser geschmissen hätten. Genau, kann man machen. Doch heute auch ein schönes Türchen hier. Natürlich kein Hardbait, aber wir wollen mal nicht den. Nicht zu viel verlangen hier, aber wenigstens kein Chatties, Slowties, Hollowties, Striptease, wie auch immer die alle heißen. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Muss ich mal sagen, sind wir heute hier mit den Kalendertagen durch für den Sonntag und sehen uns schon morgen und damit in der letzten Unboxing-Woche. Verrückt, oder? Schon fast fertig. Naja, genau. Dann macht's gut, bis später. Oder morgen. Euer Lemmy!